Hallo und herzlich willkommen zurück zu meinem Let's Play Spyro 2 Riptos Rage. Riptos Rage aus der Reignited Trilogy. Okay, heute hat es mal nicht so gut funktioniert. Hallo Sparks. Wir sind hier in einem meiner super tollen Lieblingslevel. Aber immerhin, mir habe ich letztes Mal schon mal gesagt, mir gefallen diese Edelsteine oder das Eis oder was das ist da unten an den Plattformen. Wir quatschen erstmal mit ihmchen. Ich war mal einer von Avalars mächtigsten Zauberern, bis der große Hexer da drüben meinen Zauberstab geklaut hat. Er und seine Freunde haben mit seiner Magie die Stadt eingenommen. Ja, dann machen wir die mal platt hier. Wunderbar. Hier gibt es, okay. Hier gibt es keine Stilpunkte mehr. Wie gesagt, es gab halt nur noch im Canyon Ring einen und dann nur noch Ripto. Und die haben wir ja. Also den Canyon Ring. Ripto noch nicht. Ja. Die sehen ja lustig aus. Also Gegnerdesign gefällt mir bisher ganz gut in dem Level. Oh. Ich habe gar nicht gemerkt, dass ich was im Mund hatte. Ich habe zwar noch nicht wirklich viel davon gesehen, aber bisher ist es nicht ganz so abstoßend wie im Original. Jetzt habe ich schon wieder sowas im Mund. Kann ich das damit kaputt machen? Geil. Die Musik finde ich auch angenehmer. Weil im Original war die mir zu aggressiv irgendwie. Ach, guck mal, die Riesenfresse von ihm ist gar nicht mehr da. Das ist jetzt irgendwie ein Hund oder ein Tiger oder sowas. Das war ja vorher von so einem... oh, guck mal, ein Leben. Von so einem Gegner, von diesen Großen, war das ja ein Kopf. Wie er geguckt hat. Wie er so die Augen zusammenkneift. Total süß. Achso, das war's. Hallo. Jetzt ist mal gut hier. Komm her. So. Da ist schon Agent 0. Hat er eigentlich was mit Agent 9 zu tun? Also diesem Affen? Ich weiß es gar nicht. Also bisher gefällt mir das Level ganz gut, muss ich sagen. Wir machen erstmal hier unten weiter. Wir gehen dann später rein. Es ist süß, wie die stehen bleiben. Ich muss nochmal eins abfackeln. Oh, niedlich. Ich will eigentlich nicht mit dir reden, Junge. Wo ist der Edelstein hin? Da. Ich möchte noch nicht mit ihm reden. Ich mag das auch, das Geräusch, das sie machen. Ist mir jetzt das erste Mal aufgefallen, die Edelsteine. Wenn die irgendwo runterfallen, dann machen die so Klimpergeräusche. Nein! Geheimagent. Ich gehe zu meinem Geheimversteck. Nur Mitglieder meines Geheimclubs dürfen da rein. Ich gehe erst, wenn du dich hinterm Baum versteckst und mich nicht siehst. Was ist los mit dem? Warum ist er so dumm auf einmal?
Sonst war der immer so, lass mich nicht sehen, das ist ganz geheim. Und jetzt ist er, ich bin dein Geheimagent. Ich will das nicht machen. Geh weg. Es passt aber irgendwie an sich besser zur Aufgabe. Wenn er sich noch so blöd verhält wie damals, aber ich denke mal schon. Ich habe auch ein bisschen Angst vor der Aufgabe. Weil damals... Also ich weiß, wie er läuft. Ich weiß ungefähr, wo er anhält. Das Problem ist... Also damals, als ich noch klein war, habe ich das nicht auf die Reihe gekriegt, den damit hochzukommen. Es kann natürlich sein, dass sie da jetzt was geändert haben. Wer weiß. Hat er seinen Zauberstab abgeknutscht? Das klingt falsch, aber es ist mir egal. Batsch. So, dann können wir jetzt schon zum Ziel, aber wir gehen natürlich noch nicht nach Hause. Der hat ihn echt abgeknutscht. Sehr süß. Spyro, du hast unsere Stadt aus den Klauen dieser bösen Hexer befreit. Bitte nimm diese Kugel. Ich sehe voraus, dass sie dir bei deiner Reise helfen wird. Dankeschön. Na, Sparks. Oh, dann nimm die Edelsteine halt nicht, ist auch okay. Sammle ich halt wieder selbst ein, so wie ich das, weiß ich nicht, 70% der Fälle machen muss. Weil Sparks so beschäftigt ist. So, jetzt können wir hier hoch. Beziehungsweise, kriegen wir nicht von dem eine Kugel? Warum hat er keine über dem Kopf? Mystischen Glockentürme wurden von Trollen überrannt und die Glocken haben seit Tagen nicht geläutet. Mein Feuerzauber hat die Trolle nur wütender gemacht. Dieser Superfrost-Power-Up wird sie abkühlen, aber wir müssen die Glocken unbedingt läuten. Sie läuten, wenn du gegen sie stürmst. Der hat schon wieder anders gesprochen. 2 von 5. Frier die Glocke, frier die Trolle ein, stimme gegen die Glocke, um sie zu läuten. Hatten wir schon Eis? Ich glaube nicht, ne? Eis sieht auch sehr, sehr nice aus. Gefällt mir. Sehr schön. Dann muss ich, glaube ich, erstmal... Achso, ja, stimmt, hier war ja... Wie kriege ich den denn da runter? Oder kam der jetzt von hier? Nee. Ich bin da ein bisschen irritiert. Kommt man... Das würde klappen. Von da aus. So, schön. Das gefällt mir, das Glockengeräusch. Glocken mit K. Oh, Spyro sieht echt voll schön aus, so. Vor allem, ich mag ja dieses hellblau-türkis voll gerne. Was mich interessieren würde... Ich muss das gleich mal ausprobieren. Sicher eine Kugel für deine Hilfe. Tut mir leid, es ist noch eine Glocke übrig. Du erreichst sie mit dem Wirbelwind hinter mir. Nein! Oh Mann, ich wollte doch was ausprobieren. So. Ich wollte hier gucken, wenn die auf dem Boden sind, ob die nur klein eingefroren werden kann oder ob die immer groß sind. Okay, die können auch klein eingefroren werden. Das ist gut zu wissen, weil ich dachte, das hätten die irgendwie verändert. Komm mal her, du Affe.
Wie ging das denn nochmal? Oder habe ich den... Ich glaube, ich habe den einfach zu hoch eingefroren, weil der macht einen Doppelsprung. Das ist jetzt hier natürlich das Problem, was mir auch schon in der schattigen Oase aufgefallen ist, beziehungsweise auch schon früher, aber in der schattigen Oase extrem. Denn, wenn wir so fliegen und zu kurz nach dem Losfliegen flattern wollen, dann bricht der einfach den Flug ab, anstatt zu flattern. Das finde ich ein bisschen blöd. So geht das. Aber so... Jetzt macht das auch. Weil wenn man das so direkt nach dem Starten macht, dann bricht der einfach ab. Das gefällt mir auch nicht. Wie komme ich denn da hoch? Meine Nase juckt. Ah, das macht es nicht einfacher. Äußerst blöd. Das ist jetzt natürlich auch blöd. Ja, komm, verzieh dich doch. Ich verstehe es nicht. Ich raff das nicht, ey. So ist, glaube ich, besser. So ist nicht ganz so hoch. Alles ganz merkwürdig hier. Vor allem, dass man die auch zu hoch einfrieren kann, ne? Mann, wie komme ich da? Ach, das ist doch Müll! Warum kann man die jetzt so hoch einfrieren? Das gab es damals nicht. Das ist doch scheiße. Und dann ist das nur so ein blödes kleines Fenster, ey. Na, vielleicht. Damals gab es halt nur zwei Größen. Ach, ficken, ey. Was ist das für eine Scheiße hier? Das geht mir richtig auf den Sack. Ja, fick dich doch, ey. Das ist zu hoch. Ah.
Das könnte vielleicht passen. Hoch. Das könnte passen. Boah! Hätte nicht gedacht, dass du es schaffst. Hier etwas aus dem Souvenirladen der Wolkentempel. Was ein Scheiß, ey. Müll. Ah ne, Moment, wir müssen nochmal da hoch. Da war ja noch die Kacke hier. So. Können wir nämlich da unten das Dingsbums kaputt machen? Okay, dann hätten wir jetzt noch diese tolle, super tolle Aufgabe mit Agent Spacko. Es wird zu spät gewesen sein. Nee? Nee! Ich erwische dich nochmal, wie du mir folgst. Mein Versteck ist nur für Mitglieder. Nee. Das ist so dumm. Ich fand es damals mit dieser... Das hat sich immer so angehört, als ob ein Auto bremsen würde. So... Da habe ich mich immer erschrocken. Jetzt so... Naja, fast hätten wir es geschafft. Ich muss mich einfach noch ein bisschen besser hinterm Baum verstecken, dann ist gut. Hat er nicht gesehen, der olle Hofnarr. Nee. Nee! Wehe, ich erwische dich nochmal. Aber warum. Warum sieht er mich denn da? Ich finde, die sind schon sehr kulant hier. Mit der Zeit, die Tür offen bleibt. Quietsch, 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 quietsch. Du bist hergekommen, ohne mir zu folgen?
du musst auch ein Mitglied meines Geheimclubs sein. Nimm diesen Geheimdecoder, dann können wir uns geheime Nachrichten schicken. Ich weiß nicht, der Typ sieht irgendwie so aus, als ob er gerade von Team Fortress kommt oder so. So, dann holen wir jetzt noch die restlichen Edelsteine. Ich glaube, alle Kugeln haben wir jetzt soweit. Kam da die Anzeige? Ich habe gar nicht drauf geachtet. Oh, 5, 2 5er bitte. Dankeschön. Jetzt müssen wir eigentlich alles haben, ne? Ja. Supi, supi. Gut, dann haben wir jetzt schon mal das eins der blöden Level abgeschlossen. Ich würde sagen, dann machen wir jetzt die Robotika-Farm oder Hof. Beziehungsweise Roboter-Bauernhof. Noch deutscher hätte man es nicht eindeutschen können. Ich habe gar nicht drauf geachtet, als wir 4444 hatten, aber egal. Habe ich noch etwas Milchdrink? Nee, ist alle. Schade. Dann muss ich halt ohne Getränk auskommen. Ich wollte gerade sagen, was ist mit Spyros Augen los, aber es war nur irgendwie komischer Schatten. So. Dann, ich guck mal gerade hier, ja schön, 100, 100, 100, das ist Wunderbärchen und wir haben 85%. Ja, würde ich sagen, wir haben jetzt nur noch da vorne das Level, das wollte ich aber ganz als letztes machen. Roboterbauernhof und Metropolis, heißt das so? Metro, irgendwas, irgendwie sowas. Aber wir gehen hier zum Roboterbauernhof. Denn das ist noch so ein Level, das ist so... Denn da gibt es auch noch so ein Minispiel, das ist so... Das muss nicht unbedingt sein. Und damit meine ich nicht den Supersprint, weil Supersprint mache ich eigentlich ganz gerne. Sondern die Aufgabe mit, wo man diese komischen Dinger da abfackeln muss. Das ist Ungeziefer, was da übers Feld fliegt, irgendwie, was sich immer regeneriert. Und ich finde, das Level sieht total anders aus, weil hier Rasen ist. Und das war vorher alles so ausgetrocknet irgendwie. Und jetzt ist hier Rasen einfach. Guck mal hier, Blümchen. So, dann quatschen wir mal hier mit dem Typen. Hallo, Spyro! Diese Schädlinge haben unseren Hof verfallen. Kannst du uns helfen, sie loszuwerden? Bahne dir einen Weg zu dieser riesigen Insektenlampe und schalte sie ein, um die restlichen Viecher loszuwerden. Was ist mit seinen Beinen los? Also die komischen... Wespen-Bienen-Dinger hier sehen ganz cool aus, finde ich. Fallen mir. Batz. Musik geht auch sehr gut rein. Die gefällt mir richtig gut. Wobei ich finde... So wie die Musik jetzt ist, könnte die auch zu so einem
Endlevel sehr gut passen. Also wie zum Beispiel, wie war das bei Narsinox Schatzkammer irgendwie? Nach sowas hört die sich an. Aber mir gefällt sie. Wo willst du denn hin? Hallo? Scheiß Vieh, ey. Oh. Die sind ja süß. Ich will die gar nicht umbringen. Ob die immer noch so ekelhaft quietschen, wenn man die trifft? Oh, die sind mega süß, die Viecher. Oh. Achso, das ist nachher so ein Dingsbums. Also ich muss ehrlich sagen, dieses Level gefällt mir wieder sehr, sehr gut. Also besser als im Original. Und vorhin das Level, wie heißt das? Mir fällt der Name von diesem Kack-Level immer nicht ein, weil es halt das letzte Scheiß-Level irgendwie ist. Also jedenfalls damals. Ja. Das hat mir auch besser gefallen als im Original, außer halt die Tatsache, das mit dem Einfrieren dieser komischen Viecher. Da hatte ich irgendwie meine Problemchen mit. Da war irgendwo ein Schäfchen. Dankeschön. Es steht da so süß. So, wo ist das Ding? Da ist das Ding. Stirb! Oh, das war daneben. Da. Ne, wir könnten uns ja mal einen mitnehmen, ne? Kann man ja eigentlich... Kann man nie genug voll haben. Was war das? Eine Blume. Haha. Da ist noch eine. Ha! Okay. Also ich könnte mir vorstellen, dass wir hier wieder Edelsteine übersehen. Bäh. Weil das Gras hier so hoch ist. Aua. Au. Kann man die eigentlich nur... kann ich die auch einfach so... Ja, ich kann die auch einfach so. Das ist schön. Ich bräuchte jetzt aber mal einen Sparks. Weil jetzt langsam ist ein bisschen... Ne? Ich glaube, ich muss dann doch nochmal da runter. Na gut. Wenigstens... Eins. Hallo? War das ein Leben? Das ist hier irgendwie so schwierig zu erkennen, ob das Leben sind oder nicht. Okay. Ich würde sagen, wir machen erst die Aufgabe. Weil die ist halt scheiße. Diese miesen Schädlinge machen sich über meine Roboter-Vogelscheuchen lustig. Kannst du sie jagen und grillen, Spyro? Röstel die Käfer, 4 von 5. Ja, natürlich, lieber Robotermann. Mal gucken, wie schwierig das hier ist. Vielleicht ist es ja einfacher. Na, eine hätten wir schon mal. 2. 3.
Na, gleich spawnen die bestimmt wieder. Meine Felder sind von den fliegenden Schädlingen befreit. Nimm dieses Dingsbums, das ich gestern ausgegraben habe. Nun, ich sag dazu mal jetzt wieder nichts. Ihr könnt euch denken, was ich sagen möchte. Hat sich ja richtig gelohnt, dass wir da zuerst gemacht haben. Mir gefallen die Vogelscheuchen irgendwie. Aber hier haben wir noch ein paar Kannen. Und ein paar... Achso, die brauchen wir ja gar nicht. Oh, also jetzt sehe ich, was es macht. Es hält sich da unten zu. Da unten, da. Weil es nichts mehr anhat. Das ist ja süß. So, okay, dann machen wir mal weiter. Heiter weiter. Ich glaube, da schießt wieder jemand nach uns. Ja. So, bitte einmal nach oben. Dankeschön. Ah, mich juckt's. Ah. Wo fliegt die denn hin? Fliegt die jetzt da hinten zur Kiste? Ich hoffe nicht. Musste man die nicht vorher mit dem Supersprint kaputt machen? Ich meine schon. Hab ich dich? Nee. Ich brauch so ein Ding. Okay, die kann man auch abfackeln. Mach mal hier, bitte. Danke.